ist Larissa Gerd-Felske, ich bin 25 Jahre alt und arbeite als Resident Managerin und Ausbilderin im Campany Work Hotel in Essen. Ich habe 2015 meine Ausbildung als Hotelkauffrau in Hahn angefangen, weil mir schon immer klar war, dass mich ein Bürojob nicht glücklich macht. Und dann habe ich viel recherchiert, weil ich nicht genau wusste, was ich machen wollte. Bin dann auf das Hotel gestoßen und habe mich dann beworben. Ja, dann im August 2015, wie gesagt, die Ausbildung angefangen, bis 2018 die Ausbildung dann durchgeführt. Nach bestandener Prüfung bin ich dann nach Düsseldorf in ein Hotel gegangen, habe da an der Rezeption gearbeitet. Daraufhin dann wieder quasi zurück in die Heimat nach Solingen und habe dann da im Camp Comfort Plus Hotel gearbeitet. Ja, und als wir dann das neue Hotel in Essen eröffnet haben, bin ich damit darüber, habe geholfen und mittlerweile bin ich jetzt dort fest eingestellt als Resident Managerin und als Ausbilderin. Im Januar habe ich dann den Ausbilderschein gemacht, habe dafür einen Lehrgang besucht, wo man viel darüber lernt, wie man Auszubildende zu behandeln hat, was wichtig ist in der Ausbildung, und habe im Oktober dann meine AEFO-Prüfung abgelegt und bestanden. Bei meinen Auszubildenden lege ich besonders viel Wert darauf, dass sie Eigeninitiative zeigen und motiviert sind. Durch Motivation kommt auch Spaß. Und auch wichtig ist natürlich, dass die Auszubildenden Fragen stellen, wenn sie mal was nicht wissen oder nicht verstanden haben. Es gibt nämlich keine dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten, und nach dem Motto arbeiten wir auch. Bewerber für die Ausbildung für Hotelfachleute sollten gastorientiertes Handeln mitbringen. Zudem sehr flexibel und belastbar sein durch den Schichtdienst in den Hotels. Hierbei gibt es oft früh und spät, aber auch zum Teil früh, spät und Nachtdienst. Und das Arbeiten im Team ist sehr wichtig. Absprachen miteinander sind sehr wichtig von Schicht zu Schicht, damit jeder weiß, worum es geht, damit Probleme von Gästen weitergegeben werden oder Wünsche von Gästen durchgebracht werden. Unsere Auszubildenden können eine abwechslungsreiche Arbeit erwarten, die viel Spaß macht, mit einem jungen Team und in einem komplett neu eröffneten Haus. Wir sind seit Mai 2020 erst auf dem Markt. Bis dahin wurde das Haus komplett kernsaniert und ist dementsprechend natürlich auch neu und modern. Und ja, das verspricht eine abwechslungsreiche und spaßige Arbeit.